Im Dezember 1250 erkrankt Friedrich II. Im Castel Fiorentino in Süditalien. Auf dem Sterbebett Rückschau haltend, kann er sich von allen christlichen Taten die größte anrechnen. Allein gestützt auf die Retter des Deutschen Ordens hatte Friedrich gewonnen, was der Kirche als höchstes Ziel galt: Jerusalem und das Grab Christi. Friedrich hatte Jerusalem gewonnen und die sogenannten Ketzer und Heiden bekämpfen lassen. Da er dies zur Erhöhung seines Kaisertums nutzte, reagierten die Päpste feindselig auf des Kaisers christliche Taten. Als im Jahr 1249 ein Attentat auf Friedrich ausgeübt wird, steht der Papst als Urheber im Verdacht. Friedrich stirbt in Fiorentino am 13. Dezember 1250, vom Papst exkommuniziert und abgesetzt, aber ungebeugt. In seinem Testament notiert er: Wir, Friedrich, durch Gottes Gnade immer erhabener Kaiser, da uns das Ende des Lebens bevorsteht, krank am Körper, aber bei klarem Verstand, wollen wir für das Heil unserer Seele sorgen und über Reich und Länder verfügen, damit wir noch zu leben scheinen, auch wenn wir dem irdischen Leben entrückt sind. Friedrich nimmt als zweiter Eroberer Jerusalems in der abendländischen Heldengalerie einen der oberen Plätze ein. Neben Gottfried von Bouillon, der maßgeblich an der ersten christlichen Besitzergreifung im Jahr 1099 beteiligt war. Beflügelt vom Propagandabild des barbarischen, rechtlosen Heiden, hatten die Kreuzfahrer die gesamte Bevölkerung der Stadt systematisch ausgerottet, um sie ohne Umstände in Besitz nehmen zu können. Trotzdem ging Gottfried von Bouillon als erster christlicher König von Jerusalem und ritterlicher Held in die Legende ein. Gottfried war ein Gefolgsmann des deutschen Königs, aber Jerusalem und Palästina wurden nach dem ersten Kreuzzug hauptsächlich von Franzosen kolonisiert. Da deutschsprechende Pilger als Fremde behandelt wurden, gründeten sie in Jerusalem ein eigenes Spital. Der Deutsche Orden sieht in diesem frommen Unternehmen seinen Ursprung. Der Orden heißt in der Langfassung: Heiliger Ritterlicher Orden des Spitals Sankta Maria vom Deutschen Haus in Jerusalem. Wann die Krankenpfleger auch zum Schwert gegriffen haben, ist nicht bekannt. Das Spital bestand bis zum Ende der lateinischen Herrschaft im Jahr 1187. Im Herbst 1187 erobern muslimische Truppen fast alle Städte des Kreuzfahrerstaates und belagern schließlich Jerusalem. Ihr Anführer, Saladin, hat geschworen, das Blutbad des Jahres 1099 mit einem Blutbad heimzuzahlen. Aber Saladin zieht es dann doch vor, ritterlich zu handeln und kein Blut zu vergießen. Als sich die lateinischen Christen ergeben, dürfen die meisten mit ihrer Habe abziehen, nachdem sie ein Lösegeld bezahlt haben. Die Grabeskirche bleibt offen und wird dem byzantinischen Klerus übergeben. Die Nachrichten werden in Europa als Gräuelmärchen verbreitet. Ein Kölner Chronist: Sie badeten im Blute der Unseren. Das heilige Grab ist geschlossen. Die Rückeroberung Jerusalems wird nun im Abendland zum Endziel christlichen Handelns verklärt. Einige Monate später versammeln sich in Mainz fast alle deutschen Fürsten von Rang. Kaiser Friedrich Barbarossa nennt die Versammlung Hoftag Christi, denn auf der Tagesordnung steht eine Kreuzfahrt zur Rückeroberung Jerusalems. Die deutschen Kaiser sehen sich als die von Gott eingesetzten obersten Herren des Römischen Reiches. Die Eroberung Jerusalems würde diesen Anspruch bestätigen, vor allem gegenüber dem Papst. Friedrich Barbarossa, der Großvater Friedrichs II., nimmt das Kreuz. Das erbitterte Ringen zwischen staufischen Kaisern und dem apostolischen Stuhl wird von nun an mit dem Jerusalem-Problem verknüpft sein. Jahrzehntelang hatte Kaiser Barbarossa Krieg geführt. Für die Unterwerfung der reichen oberitalienischen Kommunen und für die Wahrung seiner Rechte bei der Einsetzung der Bischöfe. Beide Ziele bedrohten die Position der römischen Kirche. Sie exkommunizierte den Kaiser und unterstützte die Truppen seiner Feinde.
Am Ende musste Barbarossa Kompromisse schließen und sich dem Papst unterwerfen, um die Aufhebung des Kirchenbanns zu erreichen. Als Eroberer Jerusalems würde der Kaiser am Ende doch noch über den Papst triumphieren. An die 1000 Ritter, dazu 10.000 Knappen und Fußsoldaten, treten am 13. Mai von Regensburg aus die Kreuzfahrt an. Barbarossa führt das erste deutsche Kreuzheer, das nur aus Berufskriegern besteht, mit eiserner Disziplin. Trotz intensiver diplomatischer Vorbereitungen kommt es zu mehreren Schlachten mit türkischen Truppen. Viele ärmere Kreuzfahrer sterben an Hunger, Durst und Erschöpfung. Aber das Heer bedeutet noch immer eine Bedrohung für Saladin, als es schließlich Armenien im Südosten Kleinasiens erreicht. Beim Abstieg zur Mittelmeerküste kommt Kaiser Friedrich I. im Fluss Selefika ums Leben. Einige Quellen besagen, der Kaiser habe sich mannhaft gegen die Fluten gestemmt, als er den Fluss überqueren wollte. Andere behaupten, er sei beim Baden ertrunken. Die Deutschen sahen sich in erster Linie nicht als Pilger, sondern als Vasallen des Kaisers. Folgerichtig machen sich nun ganze Heeresteile auf den Weg in die Heimat. Die übrigen wählen den Herzog von Schwaben zum Anführer und setzen den Abstieg zum Meer fort. Einige Vermögende begeben sich zu Schiff nach Palästina. Die Mehrheit marschiert entlang der Küste nach Antiochia. Hier, im Kreuzfahrerstaat, erliegt der größte Teil der entkräfteten Kreuzfahrer einer Seuche. So erreichen schließlich nur einige hundert Mann das christliche Heerlager vor Akkon. Saladin hat in Akkon eine muslimische Garnison hinterlassen. Die Stadt wird seit einem Jahr von den Baronen des Kreuzfahrerstaates belagert. Saladins Heer greift die Belagerer von der Landseite an. Die Deutschen beteiligen sich an den verlustreichen Grabenkämpfen. Ein Kölner Chronist: Der Tod wütete unter unseren Edlen wie Unedlen, vereinsamt also und niedergebeugt und ohnmächtig wie Schafe, welche keinen Hirten mehr haben, zerstreuten sie sich. Und ein jeder machte sich auf den Weg in die Heimat. Als schließlich der französische König Philipp und der englische König Richard Löwenherz mit ihren Kreuzheeren eingreifen, muss sich die muslimische Garnison in Akkon ergeben und die Stadt an die Könige ausliefern. Saladin schließt einen Frieden mit Richard Löwenherz. Damit werden Akkon und ein Küstenstreifen Palästinas wieder christlich. Aber Jerusalem bleibt unter muslimischer Herrschaft. Der Kreuzzug Barbarossas war gescheitert, aber er blieb nicht folgenlos. Im Feldlager von Akkon errichteten Kreuzfahrer aus Bremen und Lübeck ein Lazarett, das an die Tradition des Marienhospitals in Jerusalem anknüpfte. Gefolgsleute des Kaisers förderten das Unternehmen, verwandelten es in einen Orden und erwirkten die Bestätigung beim Papst. Das Leiden der deutschen Kreuzfahrer im Heerlager von Akkon führte so zur Gründung des Deutschen Ordens, der dritten mächtigen Militär- und Finanzorganisation, die aus den Kreuzzügen hervorging. Die Kleriker, Ritter und einfachen Brüder übernahmen die Regeln des Templerordens. Nach der Einnahme Akkons richtete der Orden eine Kirche und ein Spital in der Stadt ein. Durch Schenkungen konnte der Orden bald auch in weiteren Städten Palästinas und Europas Besitz erwerben. Nach der Erteilung der Steuerprivilegien ist der Deutsche Orden den Templern und Johannitern gleichgestellt. Im April 1191 wird Barbarossas Sohn, Heinrich VI., in Rom von Papst Cölestin zum Kaiser gekrönt. Durch die Ehe mit Konstanze von Hauteville kann Kaiser Heinrich Anspruch auf das normannische Königreich Sizilien erheben. Unter Missachtung der Rechte Heinrichs ergreift in Sizilien Tancred, ein Verwandter Konstanzes, die
Heinrichs Truppen dringen bis Neapel vor, müssen aber wegen einer Seuche die Belagerung abbrechen. Für einen weiteren Feldzug mangelt es Heinrich an Geld. Da gerät Richard Löwenherz, der englische König, auf dem Rückweg vom Kreuzzug in die Gefangenschaft des deutschen Kaisers. Richard muss für seine Freilassung 150.000 Silbermark bezahlen. Jetzt kann Heinrich einen Feldzug gegen die sizilianischen Barone finanzieren. Die kaiserlichen Truppen besetzen in wenigen Monaten Sizilien. Heinrich lässt Aufstände mit großer Grausamkeit niederwerfen. Ende des Jahres wird Heinrich in Palermo zum König von Sizilien und Neapel gekrönt. Konstanze ist auf dem Weg nach Sizilien. Sie ist schwanger. Heinrich hat Konstanze nach Sizilien gebeten, in der Hoffnung, sie könnte mäßigend auf ihre Landsleute einwirken. Kurz vor Weihnachten muss die Kaiserin in Jesi bei Ancona Quartier machen, da die Wehen einsetzen. Eine Tafel in Jesi meldet: Friedrich II., König von Sizilien und Jerusalem, Kaiser und wahrer Genius auf allen Gebieten der Wissenschaft, wurde nach der Überlieferung auf diesem Platz in einem Zelt am 26. Dezember 1194 geboren. Die Geburt fand öffentlich statt, auf dem Platz vor der Kirche, weil es Zweifel an der Mutterschaft der 40-jährigen Konstanze gab. Falls es ein Knabe werden sollte, war er Anwärter auf die Königskrone. Daher bedurfte es der Zeugenschaft. Es wurde ein Knabe. Und die wundersamen Umstände der Geburt des Kaisersohns erweckten im Reich messianische Hoffnungen. Als Kaiser hat Friedrich seinen Geburtsort besucht und er soll ihn blasphemisch genug Bethlehem genannt haben. Drei Jahre später erreicht Vater Heinrich den Zenit staufischer Macht. Er verlangt Tribute vom Byzantinischen Reich und plant einen Kreuzzug. Während der Vorbereitungen stirbt der Kaiser und wird in der Kathedrale von Palermo beigesetzt, wie später auch sein Sohn Friedrich II. Die Grabmäler in Sizilien symbolisieren die politischen Absichten der staufischen Kaiser. Heinrich hatte zielstrebig die Wiederherstellung des römischen Kaisertums betrieben. Damit musste er mächtige Feinde auf den Plan rufen, vor allem den römischen Stuhl. Auch dem Sohn wird es nicht gelingen, das staufische Reich zu vollenden. Die Gegenkräfte schlagen schon zu, als Friedrich noch ein Kind ist. Der Nachfolger von Coelestin, Papst Innozenz III., unterstützt den welfischen König Otto, also einen Todfeind der Staufer. Friedensanspruch auf die Königskrone wird annulliert. Ein Jahr nach Heinrichs Tod stirbt auch Friedrichs Mutter Konstanze. Sie hatte als Regentin das Königreich Sizilien verwaltet. In ihrem Testament setzt Konstanze Papst Innozenz zum Vormund von Friedrich und zum Verweser von Sizilien ein. Friedrich ist also vollweise und wächst als Mündel des Papstes in Sizilien auf, als gekrönter König über Sizilien, aber nicht mehr als Anwärter auf die Krone des Reichs. Am Rande des Weltgeschehens erfährt Friedrich die kulturelle Vielfalt Siziliens. Die normannischen Herren Siziliens hatten Elemente der vorgefundenen byzantinischen und arabischen Kultur bewahrt. Friedrich kommt in Kontakt mit Denkrichtungen, die der römische Klerus für Teufelswerk hielt, mit der islamischen und nicht-aristotelischen Philosophie. Anhänger des Papstes werden Friedrich Nähe zum Islam und Beischlaf mit arabischen Tänzerinnen vorwerfen. Weiter behauptet die päpstliche Propaganda, Friedrich habe nicht an das Fortleben nach dem Tode geglaubt, grausame Experimente an Menschen unternommen und Jesus für einen Betrüger gehalten. Das alles ist denkbar.
wird aber nur von seinen Feinden behauptet. Belegt ist Friedrichs Beschäftigung mit jeder Art von Wissenschaft. Er war nach den Maßstäben der Kirche also tatsächlich ein Heretiker. Die eigentliche Ursache für den Konflikt zwischen dem römischen Stuhl und Friedrich war die Etablierung staufischer Macht im Süden Italiens. Der entstehende Kirchenstaat sah sich zu Recht eingeschnürt. Da beide Parteien nach wie vor die weltliche Oberherrschaft im Reich reklamierten, bedeutete das staufische Königreich im Süden eine ernsthafte Bedrohung für die Päpste in Rom. Im Jahr 1209 krönt Papst Innozenz III. Den Welfen Otto IV. Zum Kaiser. Ein Staufer ist nun König in Sizilien, ein Welfe deutscher König und Kaiser. Der Plan des Papstes ist klug, aber er geht nicht auf. Kaum ist Otto Kaiser, so betreibt er staufische Politik. Er spricht dem Papst das Recht auf weltliche Herrschaft ab und bedroht Sizilien. Papst Innozenz wechselt das Lager. Er bannt Kaiser Otto und erklärt Friedrich zum deutschen König. Friedrich zieht ohnehin nach Deutschland. Aber Otto ist dem politischen Talent des jungen Staufers nicht gewachsen und muss das Feld räumen. Nach der Ausschaltung des Welfen wird Friedrich im Juli 1215 im Dom von Aachen zum König gekrönt. Der 19-jährige Staufer zeigt bei der Thronbesteigung, dass er die religiöse Dimension des Kaisertums erkannt hat. Völlig unerwartet nimmt er das Kreuz. Ein Chronist. Gleich nach der Messe nahm der Kaiser überraschend das Zeichen des lebensspendenden Kreuzes. Frommen Eifer zeigt Friedrich auch gegen religiös Abtrünnige. Er erklärt: Bei der Ausrottung der ketzerischen Verworfenheit werden wir wirksame Hilfe leisten. Friedrich hatte dem Papst weltliche Rechte einräumen müssen. Im Gegenzug unterhöhlt der Staufer den geistigen Führungsanspruch des römischen Stuhls, indem er das Kreuz nimmt und die Ketzer verfolgen lässt. Seit seinem Amtsantritt hatte Papst Innozenz III. Den Kreuzzug predigen lassen. Er erhob die Eroberung Jerusalems zum eigentlichen Kampfziel, zur Utopie der Christenheit. Der Papst wollte nicht nur den Adel und den Klerus mobilisieren, sondern auch die Massen. Der Papst ordnete ständige Kreuzpredigten und Bittprozessionen für Jerusalem an und erhob Kreuzzugssteuern. Viele nahmen das Kreuz, aber nur wenige konnten eine Schiffspassage bezahlen. Schließlich finanzierte Venedig einen Kreuzzug und lenkte ihn mit der Billigung des deutschen Königs gegen das christliche Byzanz. Konstantinopel wurde im Jahr 1204 von Kreuzfahrern erobert und gebrandschatzt. Der Papst erlaubte die Gründung eines lateinischen Kaiserreichs. Weitere innerchristliche Kreuze finden ab 1209 in Südfrankreich statt. Der Papst gewährt die Vergebung der Sünden für die Bekämpfung der heretischen Katharer. In Wahrheit erobern die Kreuzfahrer die Grafschaft Toulouse für die französische Krone. Papst Innozenz stirbt in Perugia 18 Jahre nach seinem ersten Kreuzzugsaufruf, ohne dass ein Kreuzzug nach Palästina stattgefunden hat. Sein Nachfolger, Papst Honorius, lässt ebenfalls das Kreuz predigen und Kreuzzugssteuern erheben. Überall Bittgänge für Jerusalem statt und in den Kirchen werden Opferstöcke aufgestellt. In der Predigt wird das heilige Grab wieder die Pforte zum Paradies und Jerusalem ein Sinnbild für die Erlösung, an der man durch Spenden teilhaben kann. Die Kreuzzugsstimmung füllt die Kassen, bewegt aber weder Friedrich noch andere Fürsten zur Kreuzfahrt. Die Steuern und frommen Gaben werden nicht für die Finanzierung des Unternehmens verwendet. Viele Kreuzfahrer warten in den italienischen Häfen monatelang vergeblich auf Schiffe. Um von ihrem Gelübde abgelöst zu werden, müssen sie auch noch zahlen. Selbst der Legat des Papstes, Pelagius, kann keine Passage buchen. Im September 1217 trifft schließlich der ungarische König Andreas in Akkon ein, mit nur zwei Schiffen, die er in Dalmatien aufgetrieben hat. Dazu gesellen sich der König von Zypern und Herzog Leopold von Österreich mit kleinen Kontingenten.
Die Kreuzfahrer unternehmen einige Beutezüge auf muslimischem Territorium. Ein Angriff auf Jerusalem unterbleibt und so kommt es nur zu einigen Scharmützeln. Anfang 1218 reist König Andreas wieder ab, hocherfreut, da er einiger kostbarer Reliquien habhaft werden konnte. Einige zurückbleibende Kreuzfahrer verstärken die Mauern von Caesarea. Weitere Erfolge können sie nicht nach Europa melden. Enttäuscht über den Ausgang ordnet Papst Honorius für jeden Freitag im Monat Bittprozessionen für die Befreiung Jerusalems an. Jerusalem. Das Wort mobilisiert weiter die Gläubigen und füllt die Kassen. Dazu taugt es nur, solange es nicht wirklich erobert ist. Im April 1218 treffen friesische und niederrheinische Kreuzfahrer mit einer Flotte in Akkon ein. Nun ist es möglich, einer Anregung des Laterankonzils zu folgen und Ägypten anzugreifen. Zunächst wollen die Kreuzfahrer die reiche Hafenstadt Damietta erobern. Von dieser Basis aus soll der Vormarsch auf Kairo und die Besitznahme Ägyptens erfolgen. Ende Mai erreicht die Kreuzfahrerflotte die Nilmündung bei Damietta. Das Laterankonzil hatte erklärt, dass Jerusalem erst nach der Eroberung Ägyptens eingenommen werden sollte. Die Reihenfolge erscheint vielen plausibel, denn Ägypten ist ein reiches Land mit zwei großen Hafenstädten, während das verarmte Jerusalem keine materiellen Werte mehr zu bieten hat und schwer zu verteidigen wäre. So ist von Jerusalem keine Rede mehr, sondern von Kairo. An der Operation gegen Ägypten beteiligen sich neben Friesen und Rheinländern auch Italiener, Templer, Johanniter, Barone aus Akkon und Ritter des Deutschen Ordens. Bei der Landung treffen die Kreuzfahrer keinen nennenswerten Widerstand an. Der Nilarm wurde vor Damietta durch eine Kette blockiert, die an zwei Türmen befestigt war. Der Kölner Chronist: Es wurden sofort Maschinen gegen den berühmten Turm gerichtet, der das eine Ende der Kette hielt, die den Christen den Weg versperrte. Es wurden Schiffe herangebracht, obgleich die Verteidiger des Turms dies durch Geschosse und Steine verhindern wollten. Nachdem die Muslims mehrere Johanniter von einer Sturmleiter geschossen hatten und der Angriff ins Stocken gekommen war, hilft der Einfallsreichtum eines deutschen Klerikers weiter. Der Kölner Chronist: Endlich erbaute Meister Oliverus, Scholastiker aus Köln, von den Almosen der Armen ein Gerüst, auf dem sich eine Schutzwehr und eine Brücke befand. Dieses Werk wurde dem Turm genähert, während sich die Sarazenen auf dem Turm tapfer verteidigten. Jener Meister Oliverus aus Köln hat seine Abenteuer festgehalten. Er notierte: Das kleinere Schiff fuhr mit dem größeren voraus. Die Kleriker gingen mit nackten Füßen den Strand entlang. Die Angreifer geraten durch griechisches Feuer in größte Gefahr. Oliverus berichtet über die Gegenmaßnahmen. Mit saurer Flüssigkeit und Sand kam man den Kämpfern zur Hilfe. Der Patriarch von Jerusalem lag ausgestreckt vor dem Holz des Kreuzes im Staub. Der Klerus stand mit nackten Füßen und rief den Himmel an. Schließlich erobern die Kreuzfahrer den Turm. Oliverus: O unaussprechliche Liebe Gottes, o unüberwindliche Heiterkeit der Christen. Nach Weinen und Seufzen sahen wir Freude und Triumph. Die Kette wird entfernt und die Flotte kann nilaufwärts vordringen. Die Freude der Kreuzfahrer lässt schnell nach, als sie die hohen Mauern von Damietta erblicken. Sultan Al-Kamil hatte vorsorglich die Garnison verstärkt. Die ersten Angriffe der Kreuzfahrer scheitern und ein Teil der Friesen tritt enttäuscht die Heimreise an. Die Stimmung hebt sich erst, nachdem der päpstliche Legat Pelagius eintrifft. Auch mit den Verstärkungen aus Italien gelingt es den Kreuzfahrern nicht, Damietta von allen Seiten einzuschließen. Der Legat Pelagius macht sich zum Anführer des Kreuzheeres anstelle von König Friedrich, der seinen Kreuzzug erneut verschoben hat. Der Winter 1218-19 ist kalt. Bei heftigen Gefechten erleiden beide Seiten hohe Verluste. Ende 1219 bietet Sultan Al-Kamil für den Abzug aus Ägypten Jerusalem an.
der Chronist Olivierus. Der Sultan bot den Christen Frieden an, das Heilige Kreuz, die Heilige Stadt und einen Kostenbeitrag zur Erneuerung der Mauern Jerusalems. Einige Idealisten wollen das Angebot annehmen. Olivierus, der König von Jerusalem und die Anführer der Deutschen hielten die Abmachung für nützlich. Die Praktiker ziehen das reiche Ägypten den verarmten Jerusalem vor und lehnen ab. Olivierus, der Legat stellte sich mit den Bischöfen, den Templern, den Johannitern, den großen Italiens und anderen klugen Männern diesem Vertrag erfolgreich entgegen. Der Kreuzzug wird zum Kolonialkrieg. Anfang November 1219 gibt die durch Krankheit und Verluste geschwächte Garnison Damiettas den Widerstand auf. Als die Kreuzfahrer in die Stadt eindringen, finden sie laut Olivierus tausende toter Einwohner vor. Dagegen notiert der muslimische Chronist Makrizi: Nach der Einnahme der Stadt begannen die Christen, die Einwohner niederzuchen und überschritten beim Morden jedes Maß. In Damietta künden heute nur noch die Ruinen einer Moschee vom damaligen Reichtum der Stadt. Der Kölner Chronist: Die Sieger fanden in der Stadt überaus viel Gold und Silber, Seidenstoffe von Kaufleuten im Überfluss, kostbare Kleider und weltlichen Schmuck. Der Augenzeuge Olivierus: Fast 80.000 Einwohner waren bei der Belagerung in der Stadt gestorben. Nur 3.000 fanden wir gesund oder erschöpft vor. Und 300 von ihnen, die ansehnlich waren, sparten wir für den Gefangenenaustausch auf. Von den anderen starben die einen, die anderen wurden zu hohen Preisen verkauft. Wieder andere wurden getauft und Christus geweiht. Bei der Verteilung der Beute kommt es zu blutigen Gefechten zwischen Italienern und Franzosen. Der König von Jerusalem, Johann von Brienne, will die Stadt in Besitz nehmen. Der Legat besteht auf, Friedrich II. Solle nach seiner Ankunft über Besitzrechte entscheiden. Ein Jahr lang verhindert der Streit weitere Operationen. Im Frühjahr trifft Herzog Ludwig von Bayern mit einem deutschen Kontingent in Damietta ein. Friedrich II., inzwischen zum Kaiser gekrönt, hat seine Kreuzfahrt erneut verschoben und an seiner Stelle den Herzog entsandt. Die Ankunft der von Friedrich bezahlten Kreuzfahrer eröffnet die Möglichkeit, einen Vorstoß auf Kairo zu unternehmen. Graf Ludwig ergreift sofort die Partei des Legaten, der schon mehrfach auf eine Offensive gedrängt hatte. Der Vorstoß erfolgt, obwohl Sultan Al-Kamil erneut einen Waffenstillstand und Jerusalem angeboten hatte. Pelagius lehnt er ab, mit Zustimmung von Papst Honorius. Nach einem dreitägigen Fasten brechen im Juli 1221 an die 40.000 Mann von der Flotte begleitet zur Eroberung Ägyptens auf. Der Kölner Chronist notiert: Auf das Drängen des Legaten, des apostolischen Stuhls und der übrigen Anführer zogen die Christen aus Damietta, um die Königsstadt Kairo zu erobern. Die Anführer hatten versäumt, die Kampfkraft ihrer Gegner zu erkunden. Sultan Al-Kamil hat seine Streitkräfte bei Mansura konzentriert. Er hatte zum heiligen Kampf aufgerufen und mit Sondersteuern neue Truppen ausgerufen. Seine Brüder, mit denen der Sultan gewöhnlich im Streit lag, hatten Kontingente entsandt. Der Kölner Chronist: Der Sultan rückte mit einem großen Heer von Ägyptern und Einheit entgegen und beunruhigte sie durch Bogenschüsse. Nun bei den täglichen Angriffen beiden Seiten getötet wurden und eines Tages besonders viele Heiden gefallen waren, verbrannten die Heiden die Schiffe der Christen samt den Menschen und Lebensmitteln. Der zu dieser Zeit anschwellende Fluss überflutete die Dä und verschlang Menschen und Tiere. Von zwei Seiten in die Enge getrieben durch das Andringen des Flusses und der Heiden, kamen die Anführer überein, Damietta dem Sultan wieder einzuräumen.
Als das Heer im Schlamm stecken bleibt, bieten die Kreuzfahrer Verhandlungen an. Obwohl der vollständige Sieg greifbar ist, schließt der Sultan einen Waffenstillstand. Wahrscheinlich, weil er sich durch Friedrich II. Und die Mongolen bedroht sieht. Al-Kamil verlangt die Rückgabe von Damietta und bietet dafür den freien Abzug und Teile des wahren Kreuzes. Eine große Zahl geistlicher und weltlicher Anführer war schon vorher in Gefangenschaft geraten. Zusätzlich müssen König Johann von Brienne, Graf Ludwig und weitere hochrangige Kreuzfahrer als Geiseln die Übergabe der Stadt Damietta garantieren. Der Meister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, soll die Kreuzfahrer in Damietta bewegen, die Stadt zu übergeben. Keine leichte Aufgabe, denn viele hängen an den gerade erbeuteten Immobilien. Nur widerwillig und nach heftigem Streit räumen die Kreuzfahrer Damietta. Am 8. September segelt die christliche Flotte zurück nach Akkon und Damietta ist wieder ägyptisch. Die Kreuzfahrer hatten die große Moschee von Damietta in eine Kirche verwandelt. Nun wird aus der Kirche wieder eine Moschee. Der Angriff auf Ägypten weckt in den islamischen Ländern starke antichristliche Ressentiments. Erzürnte Muslims plündern die Häuser vieler Christen und einige Kirchen werden geschlossen. Der Kreuzzug hat etwa 100.000 Menschen das Leben gekostet. Weil Ägypten das Hauptziel war, war Jerusalem verspielt worden. Der Kölner Chronist notiert, die Sünden haben die Christen in dieses Elend gestürzt. Denn der Sultan hatte ihnen angeboten, das Reich Jerusalem zurückzugeben und die Stadt wieder aufzubauen. Die päpstliche Propaganda hat Friedrich II. Für den Misserfolg verantwortlich gemacht. Am 22. November 1220, während das Kreuzheer in Damietta lag, war Friedrich in Rom zum Kaiser gekrönt worden. Papst Honorius hatte einen hohen Preis verlangt, denn ein gekrönter Staufer war gefährlich. Friedrich musste der Vergrößerung des Kirchenstaates zustimmen und auf Sizilien verzichten. Dafür bricht Friedrich in die Domäne des Papstes ein. Er nimmt während der Krönungsfeier erneut das Kreuz und erlässt scharfe Gesetze gegen Ketzer. Wir bestrafen Katharer, Patariner, Speronisten, Leonisten, Arnaldisten, Beschnittene und alle Heretiker beiderlei Geschlechts mit andauerndem Verlust der Rechte und bannen sie. Wir bestimmen, dass die Güter dieser Leute für immer eingezogen werden, sodass die Kinder sie nicht beerben können. Kreuzzüge und Ketzerverfolgung sind bisher ein Monopol der römischen Kirche. Die Kreuzzugsidee hat eine nur von Rechtgläubigen bewohnte Welt zum Ziel. Friedrich macht sich daran, die Kreuzzugsidee mit der Reichsidee zu verbinden. Der Kaiser von Gottes Gnaden kann nur der Oberherr von Rechtgläubigen sein. 5 Jahre später versammeln sich in San Germano geistige und weltliche Fürsten, weil die Kreuzfahrt Friedrichs sich verzögert. Die Kreuzzugsstimmung war nach der Ägypten-Expedition nicht wieder aufgekommen und Friedrich sah sich im Reich unabkömmlich. Trotzdem sagt der Kaiser die Kreuzfahrt für den August 1227 zu. Der Vertrag bestimmt den Kirchenbann für alle, die ihr Gelübde nicht erfüllen würden. Im Oktober trifft in Brindisi die Erbin des Königreichs Jerusalem ein, um mit Friedrich die Ehe einzugehen. Einige Tage später erfolgt die Vermählung in dieser Kirche. Jolante von Brienne, die Tochter König Johanns von Jerusalem, ist 14 Jahre alt. Man erzählt, das Paar habe bei der Vermählung auf diesem Mosaik gestanden und danach sei der Kaiser mit einer Cousine seiner Frau ins Bett gegangen. Johann von Brienne, der Vater der Braut, verweigert zu Recht die sofortige Abtretung des Königreichs Jerusalem. So endet die Hochzeit mit einem Familienkrach. Friedrich ist beschäftigt. Er wirft einen Aufstand seiner muslimischen Untertanen nieder und siedelt sie in Nucera an. Das muslimische Nucera wurde 70 Jahre später zerstört. Hier rekrutierte Friedrich seine muslimische Elitetruppe. Seinen Kritikern soll er entgegengehalten haben, durch den Einsatz der Muslims spare er Christenblut.
In Deutschland wirbt inzwischen der Meister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, für den Kreuzzug. Nicht durch Predigt, sondern mit Geld. Die Steuerzahler des Kaisers hatten bluten müssen. Im Juli 1227 versammelt sich das Kreuzheer in Brindisi. Da der Kaiser freie Verpflegung und Überfahrt versprochen hatte, finden sich mehr Kreuzfahrer ein, als die kaiserliche Flotte transportieren kann. Die Abfahrt verzögert sich und in der sommerlichen Hitze bricht eine Epidemie aus. Als Ende August ein Teil der Flotte aufbricht, sind Tausende von Kreuzfahrern gestorben oder heimgekehrt. Am 9. September geht auch der Kaiser an Bord. Allerdings war er nach eigener Darstellung schon erkrankt. Im nächsten Hafen, in Otranto, geht Friedrich drei Tage später wieder an Land, um sich auszukurieren. Die kaiserliche Flotte setzt die Fahrt nach Palästin fort. Nach der Landung sendet Friedrich eine Gesandtschaft an den Papst, um die Gründe seines Handelns zu erläutern. In Rom herrscht inzwischen Papst Gregor IX. Der neue Mann hat die Kreuzzugspolitik des Kaisers durchschaut und holt zum Gegenschlag aus. Als Friedrichs Vertraute in Anagni beim Papst vorsprechen wollen, werden sie abgewiesen. Gregor hält die Krankheit für einen Vorwand, exkommuniziert den Kaiser und verbietet ihm, die Kreuzfahrt ohne Absolution anzutreten. Der Papst ist im Recht, denn Friedrich hatte selbst den Kirchenbann für säumige Kreuzfahrer gefordert. Da Gregor sich weigert, den Bann aufzuheben, erläutert Friedrich in Rundschreiben die Gründe für den Abbruch der Kreuzfahrt und kündigt eine neue an. Auch wenn der Eifer der Kirche entbrennt, werden wir von dem begonnenen Werk Christi nicht abstehen, da wir ein reines Gewissen haben. Friedrichs Brief wird in Rom öffentlich verlesen und die Römer sympathisieren mit dem Kaiser. Papst Gregor spricht trotzdem in der Peterskirche erneut den Bann gegen Friedrich aus. Damals sah es in der Peterskirche eher aus wie in der St. Paul-Basilika. 4 Tage nach der erneuten Exkommunizierung Friedrichs dringen während der Ostermesse aufgebrachte Kirchgänger auf den zelebrierenden Papst ein. Ein Salzburger Annalist. Sie bedrängten ihn mit Schmäh- und Lästerreden und hielten sich kaum zurück, Hand an ihn zu legen. Als die Menge gewalttätig wird, flieht der Papst in seinen Palast. Auch dort fühlt sich Gregor nicht mehr sicher und verlässt Rom. Der Chronist Roger von Vendover. Sie vertrieben Papst Gregor aus der Stadt und blieben ihm bis Viterbo auf den Fersen. Auch in Viterbo ist der Papst nicht sicher. Der Chronist. Auch hier setzen sie dem Papst so zu, dass er nach Perugia flüchtete. Papst Gregor befindet sich in der Defensive. Verzweifelt verbietet er Friedrich, nach Palästina aufzubrechen. Wenn der Kaiser Jerusalem erobern würde, hätte der Papst politisch ausgespielt. Friedrich bereitet seine Kreuzfahrt durch einen Austausch von Botschaften mit Kairo vor. Sultan Kamil hatte Friedrich um Beistand gegen seinen Bruder Al-Muazzam ersucht, der ihn von Damaskus aus bedrohte. Wahrscheinlich hat Al-Kamil als Gegenleistung für eine militärische Intervention Jerusalem angeboten. Während der Vorbereitung zur Kreuzfahrt stirbt Friedrichs Frau Jolante von Brienne in Andria im Kindbett. Wie wenig sie dem Kaiser galt, zeigt die ärmliche Ruhestätte unter der Kirche. Jolante hatte vorher noch ihre Hauptfunktion erfüllt und einen Erben geboren. Friedrich war jetzt als Vater des unmündigen Konrad Regent des Königreichs Jerusalem, aber streng genommen nicht mehr König. Im Juni 1228 versammelt sich ein Kreuzheer in Brindisi. Am 18. Juni sticht eine Flotte von 40 Schiffen in See. Mit der üblichen Sündenvergebung kann Friedrich nicht rechnen, denn er ist immer noch exkommuniziert, weil er die Kreuzfahrt nicht angetreten hatte. Papst Gregor sieht sich überrumpelt und schleudert wütend einen zweiten Bannfluch hinter Friedrich her. Diesmal, weil er sich auf Kreuzfahrt begeben hat. Die Flotte segelt zunächst nach Zypern. Die vormals Byzantininsel war von Richard Löwenherz erobert worden.
Am 21. Juli trifft die Flotte in Zypern ein. Friedrich, allzeit Mehrer des Reiches, gedenkt die Insel in Besitz zu nehmen. Die Stauden sind seit 30 Jahren Wahllehnsherren Zyperns. Ein ranghoher Baron des Königreichs Jerusalem, Johann von Berlin, verwaltet die Insel für den unmündigen König von Zypern. Friedrich lädt alle Beteiligten zu einem Gastmahl ein. Während der Saal sich mit Bewaffneten füllt, fordert Friedrich die Oberherrschaft über Zypern und die Überlassung der Steuern. Die einheimischen Barone weichen aus und Johann von Ibelin kann fliehen. Angesichts der militärischen Überlegenheit der Kreuzfahrer geben die Barone schließlich nach. Zum Schein, wie sich herausstellen wird. Friedrich hinterlässt Besatzungen in den Burgen der Insel und begibt sich Anfang September nach Akkon. In Akkon erwarten den Kaiser einige Kreuzfahrer, die Hermann von Salza für den Deutschen Orden angeworben hatte. Das kaiserliche Kreuzheer, das ein Jahr vorher in Akkon eingetroffen war, hatte sich aber aufgelöst. Der Kaiser bezieht Quartier in der Zitadelle. Patriarch Gerald und die Orden der Templer und Johanniter verweigern dem Kaiser jede Unterstützung, weil er gebannt ist. Nach den Erfahrungen auf Zypern verhalten sich auch die Barone reserviert. So kommt keinerlei Begeisterung für die so lange propagierte Befreiung Jerusalems auf. Friedrich hat es eilig. Aus Italien trifft die Nachricht ein, dass päpstliche Truppen in Apulien eingedrungen sind. Papst Gregor bedroht also den Besitz eines Kreuzfahrers. Wegen der gespannten Lage in Akkon verlegt Friedrich sein Quartier nach Kurdani vor Akkon. Die Streitkräfte des Kaisers und des Deutschen Ordens reichen nicht aus, um Jerusalem mit militärischen Mitteln zu erobern. Von Kurdani aus nimmt Friedrich Verhandlungen mit Sultan Al-Kamil auf. Friedrich debattiert mit den Gesandten des Sultans philosophische Probleme und es kommt zu einem regen Austausch von Geschenken. Wenn das Gespräch auf Jerusalem kommt, weichen die Gesandten aus. Al-Kamil hat seit dem Tod seines Bruders den Rücken frei und sieht sich nicht mehr genötigt, Jerusalem herauszugeben. Nun entschließt sich Friedrich doch zu einer Drohgebärde. Er zieht nach Jaffa, um die Befestigungen der Stadt ausbauen zu lassen. Sultan Al-Kamil, der erneut einen Krieg mit seinen Verwandten in Damaskus führt, gibt schließlich nach. Im Februar ist der Kaiser am Ziel. Jerusalem, Jaffa, Nazareth, Bethlehem und ein Teil Galiläas sind wieder in christlicher Hand. Patriarch Gerald lehnt das Vorgehen des Kaisers und den Friedensvertrag ab. Er schreibt an den Papst: Von dem christlichen Heer sind kaum 10 Sarazenen gefangen oder getötet worden. Der Patriarch beklagt, der Kaiser habe Jerusalem nicht für die Kirche gewonnen und belegt die Stadt mit dem Interdikt. Das heißt, in Jerusalem, der heiligen Stadt, darf kein Gottesdienst stattfinden. Am 17. März übergeben die Beauftragten des Sultans Jerusalem an den Kaiser. Friedrich wird beim Einzug in Jerusalem praktisch nur von deutschen Kreuzfahrern und Rittern des Deutschen Ordens begleitet, da der Patriarch das Betreten der heiligen Stadt verboten hat. So kann der Patriarch nach Rom melden: So hob allein dieses Volk an zu singen und erleuchtete festlich die Stadt, während die anderen das töricht fanden, da sie es als Betrug erkannt hatten. Der Patriarch war besonders empört, weil die islamischen Heiligtümer im Tempelbezirk unter muslimischer Verwaltung blieben. Ohne diese Vertragsbestimmung hätte Al-Kamil die Abtretung Jerusalems in der islamischen Welt nicht vertreten können. Trotzdem äußern sich die muslimischen Chronisten kritisch. In Jerusalem wurde der Auszug der Muslims und die Übergabe an die Franken bekannt gemacht. Da entstand unter den Gläubigen ein Geschrei und Weinen über den Verlust der Stadt. Und sie verurteilten den Sultan Al-Kamil. In Begleitung des Kadi besucht der Kaiser die heiligen Stätten des Islam.
Nach den Bekundungen der muslimischen Chronisten zeigt sich der Kaiser von seiner toleranten Seite. Als der Kadi das öffentliche Gebet einstellen lässt, soll Friedrich gesagt haben: O Kadi, ihr habt Unrecht getan, dass ihr meinetwegen euren Kult, eure Gebräuche und eure Religion ändert. In meinem Reich müsstet ihr das nicht tun. Es gingen vom Kaiser wunderliche Dinge aus. Beim Besuch der Felsenmoschee sah er einen Priester, der die Christen um Geld anging. Der Kaiser stieß den Priester mit einem Faustschlag zu Boden und rief: Der Sultan hat uns diese Gefälligkeit erwiesen und ihr wagt das an diesem Ort. Und über den Glauben des Kaisers notiert der Chronist: Der Sinn seiner Rede zeigte, dass er Naturalist war und mit dem Christentum nur spielte. Friedrich kann sich in Jerusalem weder auf den Klerus noch auf die Templer oder Johanniter stützen. Nur die Ritter des Deutschen Ordens stehen in gewohnter Treue zu ihm. Ihr Ordensmeister, Hermann von Salza, versucht vergebens, den Patriarchen für eine Krönungsfeier zu gewinnen. Erzürnt begibt sich der Kaiser mit seinem Gefolge zur Grabeskirche und lässt trotz Verbots eine kirchliche Feier abhalten. Der Klerus ist nicht vertreten. Jahrzehntelang war das Kreuz gepredigt worden, hatten Gläubige für die Befreiung Jerusalems gezahlt und Kreuzfahrer dafür gekämpft. Nun hat Kaiser Jerusalem gewonnen, aber die Kirche verweigert ihm die Krönung. Der Patriarch Gerald meldet nach Rom, der Kaiser habe sich die Krone des Königreichs Jerusalem selbst aufgesetzt. Friedrich lässt offen, wie die Krone auf sein Haupt kam. Er notiert: Wir aber trugen die Krone, die uns der allmächtige Herr vom Throne seiner Majestät zusprach. Und Friedrich teilt der Welt mit: Seht, jener Tag des Heils ist gekommen, an dem die wahren Christen ihr Heil von ihrem Herrn und Gott empfangen, damit der Erdkreis erfahre und begreife, dass nur er das Heil seiner Diener bewirkt, wann und wie er will. Nach der Feier in der Grabeskirche regelt Friedrich den Ausbau der Befestigungen in Jerusalem. Der vom Klerus als wertlos erachtete Vertrag wird immerhin 16 Jahre eingehalten werden. Erst im Jahr 1244 werden marodierende Söldner eher zufällig Jerusalem erobern und die überlebenden Christen vertreiben. Friedrich wird dem Papst vergeblich einen weiteren Kreuzzug vorschlagen. Das wirkliche Jerusalem ist von geringem Wert, wenn es christlich ist. Friedrich bleibt nur 2 Tage lang in Jerusalem. Nachdem einige englische Bischöfe den Ausbau der Mauern zugesagt haben, besteigt er sein Pferd und galoppiert aus der Stadt. Er hat es eilig, denn die Truppen des Papstes sind schon in seine süditalienischen Besitzungen vorgedrungen. Kaum hat Friedrich Jerusalem verlassen, zieht der Patriarch Gerald in die Stadt ein, die nach seiner Bekundung nicht wirklich erobert war, und nimmt die Grabeskirche in Besitz. In Akkon wird Friedrich nicht wie der Befreier Jerusalems empfangen, sondern wie ein Feind. Da der Klerus und die Templer fortfahren, den Vertrag einen falschen Frieden zu nennen, lässt Friedrich vor ihren Häusern Wachen aufziehen und befiehlt allen Kreuzfahrern die Heimkehr. Friedrich weiß, dass die Christen des Kreuzfahrerstaates den Frieden nur bewahren, wenn sie militärisch schwach sind. Die Stimmung ist gereizt. Es drohen bewaffnete Auseinandersetzungen. Der Patriarch verhängt ein Interdikt gegen alle Feinde der Templer und der Kirche. Von den Kanzeln predigen Mönche gegen den Kaiser, nennen ihn einen entarteten Sohn der Kirche und einen Kandidaten für die Hölle. Friedrich, dem das denn nun doch zu weit geht, ergreift Gegenmaßnahmen. Er lässt die Mönche von den Kanzeln holen und mit der Peitsche durch die Gassen treiben. Friedrich verlässt Akkon am 1. Mai 1228. Er hinterlässt eine starke Garnison in der Zitadelle und 2 Statthalter, die das Königreich für den Kaiser verwalten sollen. Auf dem Weg zum Schiff sollen die Metzger Friedrich beschimpft und mit Därmen beworfen haben. Friedrich segelt über Zypern und landet im Juni bei Brindisi. Der Papst hatte verbreiten lassen, der Kaiser sei gestorben.
Die nach Apulien vorgerückten päpstlichen Truppen erschrecken heftig, als der Kaiser leibhaftig auftaucht. Friedrich hat wenig Mühe, mit Hilfe von Kreuzfahrern die Truppen des Papstes zu vertreiben. Die Kirche hatte jahrzehntelang die Befreiung Jerusalems gepredigt. Nun kehrt der Kaiser heim und hat es tatsächlich gewonnen. Die päpstliche Propaganda kann gegen Friedrich nichts mehr ausrichten. Papst Gregor lenkt ein und hebt den Bann gegen den Kaiser auf. Nachdem Papst und Kaiser Frieden geschlossen haben, verbringen sie mehrere Tage gemeinsam in Anyanji. Bei den Gesprächen ist nur der Meister des Deutschen Ordens anwesend. Papst Gregor gibt die Anweisung, den Vertrag zwischen Friedrich und dem Sultan einzuhalten. Der Kaiser hat auf der ganzen Linie über den Papst gesiegt. Weniger erfolgreich sind die Bemühungen Friedrichs, das Königreich Jerusalem und Zypern als Reichslehen zu verwalten. Die einheimischen Barone können nach heftigen Kämpfen die Truppen und Garnisonen des Kaisers vertreiben. Nach dieser Miniatur, die im Stil der päpstlichen Propaganda gehalten ist, hat Kaiserlichen friedliche Pilger ermordet. Der Deutsche Orden kann seine starke Burg Montfort in Galiläa ausbauen. Aber das Königreich Jerusalem fällt wieder an die fränkischen Barone. Durch den Friedensvertrag mit dem Sultan ist der Orden an der weiteren Entfaltung im Nahen Osten verhindert. Aber Friedrich hatte vorgesorgt. Schon vor seinem Aufbruch nach Palästina hatte Friedrich in Rimini die Ausbreitung des Ordens an der Ostgrenze des Reiches vorbereitet. In der Goldbulle von Rimini formuliert er das Programm der Ostkolonisierung als Glaubenskampf. Gott hat das Heilige Römische Reich zur Predigt des Evangeliums geschaffen, damit wir nicht weniger die Unterwerfung und Bekehrung der Heiden bewirken. Für die Unterwerfung barbarischer Völker und die Verbesserung des Gottesdienstes sollen rechtgläubige Männer Besitz und Leben unablässig einsetzen. Der Herzog von Masowien hatte dem Deutschen Orden das Kulmerland angeboten. Die Bedingung ist laut der Goldbulle Friedrichs, dass die Ordensbrüder die Mühe auf sich nehmen, standhaft in das Preußenland einzudringen und es zum Ruhm und zur Ehre des wahren Gottes in Besitz zu nehmen. Nach der Rückkehr des Kaisers beginnt die Offensive des Deutschen Ordens im Nordosten des Reiches. Papst Gregor hatte den Kreuzzug gegen die Preußen predigen lassen und den Sündenablass gewährt. Ordensritter und Kreuzfahrer können bis zur Weichsel vordringen. Die eroberten Gebiete werden durch Burgen gesichert. Thorn wurde die erste Stadt des entstehenden Ordensstaates. Die Herren der deutschen Ostkolonie regierten von Burgen und befestigten Städten die unterworfenen Bewohner. Wer sich nicht taufen ließ, blieb rechtlos. Der Orden erließ die Bestimmung: Wer die Taufe nicht empfängt, wird enteignet und soll nackt, nur mit einem Gewand bekleidet, aus den Grenzen der Christen herausgetrieben werden. Bei Aufständen oder zur Ausweitung der Kolonie ergingen an die 80 Kreuzzugsaufrufe. Wer das Kreuz nahm oder einen Söldner finanzierte, wurde den Jerusalem-Pilgern gleichgestellt. Ein Chronist des Ordens, Peter von Duisburg, hat die Kreuzzüge beschrieben. Ein Beispiel: Das geschwungene Schwert der christlichen Ritterschaft verschlang das Fleisch der Ungläubigen. So wurde ein großes Blutbad unter dem Volk der Prußen angerichtet. Und an diesem Tag fielen 5000. Darauf kehrten die Kreuzfahrer freudig heim und lobten die Gnade des Erlösers. Auch die Verfolgung der Ketzer sieht Kaiser Friedrich im Kontext der Kreuzzüge. In Catania erklärt er im Jahr 1224: Während die Fluten der wahren Lehre zu fremden Völkern geleitet werden, wird eine nahe Provinz von den erlogenen Erfindungen der Feinde befleckt. Nach der Untersuchung durch die Kirche sollen die Ketzer aufgrund unserer Machtvollkommenheit durch das Urteil des Feuers verbrannt werden.
Nach seiner Rückkehr aus Jerusalem erklärt Friedrich die Urteile der Inquisitionstribunale für unwiderruflich. Jede Gunst der Anrufung und Appellation nehmen wir den Heretikern, ihren Beschützern und Begünstigern. Ihre Kinder werden durch Enterbung bestraft. Im ganzen Reich brennen die Scheiterhaufen. Doch Friedrichs Eifer weckt eher den Argwohn der Kirche. Der Frieden zwischen Kaiser und Papst währt nicht lange. Gregors Nachfolger, Papst Innozenz IV., lässt Friedrich durch ein Konzil absetzen und krönt einen Gegenkaiser. Der Befreier Jerusalems muss es sogar erleben, dass das Kreuz gegen ihn gepredigt wird. Der Kölner Chronist notiert zum Jahr 1246, im Monat Mai predigt der Erzbischof von Köln das Kreuz gegen den abgesetzten Kaiser. Friedrich teilt das Schicksal der rebellischen Stedinger Bauern, der nichtchristlichen Preußen und der okzitanischen Barone. Die Kirche erklärt ihre Feinde zu Ketzern, lässt das Kreuz gegen sie predigen und gewährt für ihre Bekämpfung die Vergebung der Sünden. Die Kreuzzugsidee wird die universelle politische Waffe der Kirche. Friedrich wollte die Kreuzzugsidee mit der Reichsidee verbinden. Das Castel del Monte, nach den Entwürfen des Kaisers errichtet, ist eindeutig ein sakrales Bauwerk. Es verkörpert Friedrichs Idee vom Reich. Klar, geometrisch geordnet, eine hierarchische Harmonie. Das Reich sah er nur geordnet, wenn dort rechtgläubige Christen wohnten. Gott hatte ihn, den Kaiser, mit der Verbreitung des Christentums, der Vernichtung der Ketzer und der Erhaltung der Kirche betraut. Die Päpste haben die Beschlagnahme der Kreuzzugsidee erfolgreich abgewehrt und Friedrich zum Ketzer gestempelt. Sah er sich selbst als Heretiker? Wenn ja, durfte es im ganzen Reich nur einen geben. Wir, Friedrich II., von Gottes Gnaden Kaiser der Römer, allzeit erhaben, König von Jerusalem und Sizilien. Gott hat unser Kaisertum hoch über die Könige des Erdkreises gestellt und die Grenzen unserer Herrschaft erweitert, damit wir seinen Namen verherrlichen und den Glauben unter den Heiden verbreiten.